Debakel natürlich noch ärgere Turbulenzen als zuvor. Und für Egon Cordes, den umstrittenen Trainer, gibt es wirklich nur folgende Argumente. Erfolge. Ja, das stimmt. 3000 Zuschauer im Steirer Vorwärtsstadion und naja, am Anfang sieht es nicht nach einem Austria-Erfolg aus. Planlose Austrianer und planlose Steirer so in den ersten 20 Spielminuten. Dann der erste gefährliche Angriff der Wiener. Flügel, herrlich auf Wagner und nur Zentimeter fehlen hier, um das 1-0 perfekt zu machen. Das große Talent Wagner. Weil Hans Huber Trainer Egon Cordes angesprochen hat, ein Teil der Mannschaft, so habe ich heute erfahren, will sich auf jeden Fall für den Trainer aussprechen. Wir halten in der 23. Spielminute und 1-0 für die Austria. 1-0 durch den 18-jährigen René Glatzer, sein erstes Meisterschaftstor für Austria Wien. Er macht das, was eigentlich die Routiniers bis jetzt nicht gemacht haben. Er schießt und schnörkelt nicht lange vor dem Tor der Steirer herum. Natürlich verärgert der Trainer der Steirer, Milan Djuricic. Jetzt spielt eigentlich nur noch die Austria. Herrlich auf Mielde. Was macht er? Ein Kunststück. Er bringt den Ball nicht im Steirer Tor unter. Verständlich, dass er sich hier wundert. Einer der wenigen Angriffe von Vorwärtssteirer. Wenn, dann ist Daniel Madlena dabei. Und ja, dieser Schuss ist nicht gefährlich für Austria-Tormann Schmölzer. Wenn man bedenkt, dass Vorwärtssteirer jenes Team ist, das mit 12 Treffern die meisten Weitschusstore erzielt hat, dann verwundert das ein wenig. Auch wenn diese Szene hier arg aussieht, es war eigentlich ein faires Spiel. Prosenik-Freistoß für Austria Wien, herrlich gemacht hier auf Flügel und das 2-0 in der 36. Minute durch Schmidt. Zu wenig energisch angegangen von der Steirer Abwehr, mit dem Außenriss elegant hier vom Flügel und das 2-0. Für Austria Wien, Pausenstand 2-0. Zuletzt haben ja die Wiener in Steyr am 8. August 1992 mit 1-0 gewonnen. Heute sieht es nach einem klaren Erfolg aus, aber Christian Prosenik trifft hier den Ball nicht hinein. Dann eine Standardsituation wieder für Vorwärtssteyr. Insgesamt haben die Steyrer ja 19 Tore aus Standardsituationen erzielt. Und wenn, ich habe schon gesagt, ist es Daniel Madlena, aber Tormann Schmölzer wäre in der Ecke gewesen. Bei Steyr merkt man, dass es eigentlich um nichts mehr geht. Die Mannschaft zeigt wenig Einsatzwillen. Austria Wien kann eigentlich spielen nach Lust und Laune. Sie sehen, Christian Prosenik spaziert durch die Steyrer Abwehr und in der 64. Minute das 3-0 für Austria Wien, sein 7. Meisterschaftstreffer. Austria Wien ja ohne Ogris, Chuck Wohlfahrt, Nabekovas und Rachinov. 3-0 in Steyr für Austria Wien. Ja, die Oberösterreicher, zumindest was FC Linz und Vorwärtssteirer betrifft, dürften die größten Fans der Wiener Austria sein. Insgesamt in den letzten drei Spielen hat die Wiener Austria gegen beide oberösterreichischen Vereine 14 Tore erzielt. Noch eine Chance für Daniel Madlena, bringt nichts ein, Schmölzer hält. Austria gewinnt in Steyr gegen Vorwärtssteirer vor 3000 Zuschauern mit 3-0. Zufrieden natürlich, was das Ergebnis betrifft bei Trainer Egon Cordes. Bleiben Sie Trainer von Austria? In Kürze darüber sprechen. Alles, was bisher in den Zeitungen gestanden hat, sind reine Spekulationen. Ich habe dazu mich überhaupt nicht geäußert. Mit diesem Zeitpunkt tue ich das. Ich werde mich in Kürze mit dem Verein treffen und dann werden wir etwas finden, einen Modus für diesen Weg oder für den anderen Weg und dann sehen wir weiter. Ja. Für die Austria vielleicht neuer Schwung durch eine neue Chance, doch noch Meister zu werden. Spiel 2 auf dem Totoschein, 0-3 und Tipp 2. Beim Spiel zwischen dem FC